Roter Teppich, die Arme in Siegerpose, so kennt man Actionstar Sylvester Stallone. Mehrfach Oscar nominiert, Golden Globe Gewinner, doch abseits der großen Kinoleinwand hat der gebürtige New Yorker auch eine Leidenschaft für eine andere Leinwand. Der inzwischen 75-Jährige malt und das seit Jahrzehnten. Seine Bilder, die nur noch in Deutschland ausgestellt werden, ähnlich explosiv wie seine Filme. Was nicht jeder weiß, tatsächlich begann seine Karriere als Maler sogar vor seinem Aufstieg als Hollywood-Star. Die Figur Rocky, mit der er über Nacht berühmt wurde, entwickelte er zunächst mit Hilfe der Malerei. Denn das Visualisieren falle ihm leichter als das Formulieren. Das Malen kam zuerst, das habe ich ursprünglich gemacht. Ich habe diese Energie vom Malen mitgenommen, als ich endlich Filme machen konnte, diesen wütenden Künstler. Die Leinwand dient mir als Therapeut und hoffentlich kommt etwas Gutes heraus, was das Publikum erfreut. Das gilt es jetzt herauszufinden. Kenner der Kunstszene schwören jedenfalls, der Rambo-Darsteller ist ein ernstzunehmender Maler. Also einmal ist es wichtig, dass jemand malen kann und das hat er unter Beweis gestellt schon in den 60er Jahren. Aber dann entscheidet sich auch, bin ich einfach nur jemand, der technisch das ganz gut kann oder habe ich auch noch Seele dahinter und habe ich eine Vision und kann ich das längerfristig? Und wer seit 55 Jahren malt, der kann das ganz offensichtlich längerfristig.